Chuck Norris hat schon mal bis unendlich gezählt. Und das ist lustig, weil es nicht geht, ne? Und warum ich? Weil man da ewig lang beschäftigt wäre. Was das mit dem Runden zu tun hat, zeigen wir euch. Holt mal den Taschenrechner raus und teilt mal 1 durch 1024. Et voilà, jetzt nehmt ihr 1111 mal 1111. Ihr könnt uns nicht verarschen. Niemals habt ihr die Zahl ganz gelesen. Warum nicht? Kein Mensch hat Bock und Zeit, so lange Zahlen zu schreiben und zu lesen. Wir haben die hier auch nur, weil man am Computer kopieren und einfügen kann. Abgetippt hätten wir die Zahl im Leben nicht. Aber selbst wenn man sonst nichts vorhätte und Bock drauf, man kann nicht jede Zahl genau aufschreiben. Weil es halt echt Zahlen gibt, die nicht aufhören und unendlich weitergehen. Irgendwann gibt's also immer einen Punkt, wo man sich denkt, scheiß drauf, den Rest an Zahlen lasse ich jetzt aber weg. Das nennt man dann Runden. Gibt's da irgendwelche Regeln? Ja, die gibt's. Keine Panik, echt nicht schwer. Und weil Sachen immer leichter am Beispiel gehen, runden wir mal die 1 durch 1024 und die 1111 mal 1111. Wie es immer losgeht, ihr legt fest, bis zu welcher Stelle ihr eure Zahl aufschreiben wollt. Oder umgekehrt, ab welcher Zahl ihr weglassen wollt. Wenn ihr als Aufgabe habt, richtig zu runden, dann wird euch die Entscheidung abgenommen. In so Aufgaben heißt oft, es wird auf die so und so vielte Stelle gerundet. Heißt dann auch nur, alles danach wird weggelassen. Wir sagen jetzt einfach mal, unsere erste Zahl runden wir auf die 5. Nachkommastelle. Also auf die Stelle, wo jetzt gerade die 7 steht. Heißt, die 6 und alles danach lassen wir weg. Und die 2. runden wir auf die 4. Stelle, da wo die 4 ist. Heißt, ab der 3 lassen wir weg. Und jetzt? Jetzt guckt ihr euch an, welche Ziffer hinter der Stelle steht, auf die ihr rundet. Also die Ziffer, die als erste weggelassen wird. Bei uns im ersten Beispiel wäre das die 6. Und im zweiten Beispiel die 3. Ja, mehr gibt's in dem Schritt auch gar nicht zu tun. Weiter geht's. Jetzt kommt das eigentliche Runden. Was da gemacht wird, hängt von genau der Ziffer ab, die wir uns gerade angeguckt haben. Der erste Fall, die Ziffer ist irgendwas kleineres als 5. Also 0, 1, 2, 3 oder 4. Das wäre bei unserem zweiten Beispiel der Fall. Dann geht das Runden echt unspektakulär. Wenn's irgendwo hinter dem Komma ist, dann lasst ihr die roten Zahlen einfach weg. Bei uns ist das Komma aber erst am Ende von der Zahl. Die drei roten Zahlen stehen also vor dem Komma. Deswegen ersetzt ihr die einfach durch 0. Zack und schon fertig. Gerundet auf die 4. Stelle sieht 1111 mal 1111 so aus. Das war Abrunden. Das macht ihr, wenn die erste Ziffer, die wegkommt, kleiner als 5 ist. Wenn es nach dem Komma ist, Zahlen einfach weglassen oder wenn es vor dem Komma steht, durch 0 ersetzen. Mathe kann manchmal auch so schön einfach sein. Ein Ticken schwerer wird's, wenn wie in unserem ersten Beispiel eine Ziffer größer oder gleich 5 steht. Also entweder 5, 6, 7, 8 oder 9. Dann lasst ihr das rote zwar auch weg, aber die letzte Ziffer, die ihr behaltet, macht ihr 1 größer. Bei uns lassen wir also das rote weg und aus der 7 wird jetzt eine 8. Zack, auch schon fertig. Wichtig, Ziffern vor dem Komma hättet ihr natürlich wieder nicht einfach weggelassen, sondern durch Nullen ersetzt. Aber die Zahl vorne dran auch wieder 1 größer gemacht. Das war Aufrunden. Das macht ihr, wenn die erste Ziffer, die weg muss, größer oder gleich 5 ist. Ihr lasst auch hier die Zahlen wieder weg bzw. ersetzt sie durch 0. Aber außerdem macht ihr die letzte Zahl, die ihr behaltet, 1 größer, nicht vergessen. Schwerer wird's eigentlich gar nicht mehr. Nur eine Sache noch. Nehmen wir nochmal unser erstes Beispiel, nur wollen wir diesmal auf die 4. Stelle runden, auf die 9. Die Ziffer danach ist eine 7. Das ist größer gleich 5. Wir runden also auf. Dazu lassen wir das rote weg. Und wollen jetzt ja eigentlich die 9 1 größer machen. Aber das geht ja gar nicht. Doch. Wir machen jetzt schriftliche Addition. Die 9 macht ihr zu einer 0 und tut den Rest 1 zur nächsten Zahl mitnehmen. In unserem Fall gibt 0 plus 1 einfach 1. Fertig, das ist die gerundete Version. Wär's vor dem Komma gewesen, dann die Ziffer natürlich nicht weglassen, sondern durch Nullen ersetzen. Das habt ihr, glaube ich, kapiert. Also wie normal in kurz, zuerst guckt ihr auf, welche Stelle ihr runden wollt. Dann guckt ihr, was danach kommt. Bei was kleinerem als einer 5 als nächste Ziffer lasst ihr alles danach einfach weg. Oder, falls es vorm Komma ist, ersetzt ihr es durch Nullen. Das heißt Abrunden. Ist es was Größeres als 5, dann macht ihr das auch. Aber macht die letzte Ziffer 1 größer, das heißt Aufrunden. Und wenn das eine 9 ist, dann macht ihr eine 0 draus und macht schriftliche Addition.
Wenn euch das Video geholfen hat, dann erzählt es euren Kumpels und zeigt ihnen das Video auch. Vielleicht können wir denen auch helfen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, haut rein, Leute, und bis gleich.